Hallo zusammen, hier ist wieder euer Anschauspieler für euch in Shadowlands unterwegs und heute möchte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Angelsäcke aufmachen und dazu war ich schon wieder ein wenig fleißig, hab hier ein paar gefarmt, einmal hier diesen Sack von Glitzerkram aus der Daily Quest aus SW und dann noch ein paar Packungen mit Angelbedarf hier aus der Garnison von der Daily und ja, ich würde sagen, wir machen mal noch mal 10 auf. Und ich hoffe, dass ich diesmal das Glück habe, diesen Hut rauszukriegen. Gut, Nummer 1. Nice, da ist einfach der Hut. So gut. Wisst ihr, was ein bisschen dreckig ist? Ich habe jetzt hier 10 gefarmt und mit den anderen Twinks auch nochmal jeweils 10. Perfekt, also die bringen mir jetzt alle nichts. Wir machen sie jetzt aber trotzdem auf. Okay, also das Angeln hat ein Ende. Oh, ich bin so froh, muss diese blöde Angel-Daily nicht mehr mit den Chars machen. Wunderbarst, wunderbarst. Vielleicht ist ja zufällig noch ein Angelhut drin. Ah, oh, nice. Das ist immer schön, wenn man mit so einem Collection-Ding fertig wird. Das bedeutet nämlich jetzt, dass in x verschiedenen Zonen, wo ich am Farmen bin, quasi in den Außenbereichen alles abzuschließen, jetzt dieser Angelsack raus ist. Ne? In den Wellen von Terrorka, in jeder Hordenhauptstadt, in jeder Allianzhauptstadt ist der drin, in Dalaran ist der Angelsack drin. Das ist richtig nervig, das waren irgendwie 20 Zonen oder so, wo man quasi den Sack kriegen konnte und jetzt aus den ganzen Zonen ist er rausgeflogen. Unter anderem auch bei allen möglichen anderen Angel-Events gibt es den halt auch und dementsprechend, ja. Ist zwar nur ein Item, aber im All the Things ein Haufen kleine Unterpunkte. Gut, damit wären wir auch schon durch. Ich müsste jetzt alles aus diesen Angelsäcken haben. Und damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.